Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar hat uns eine Schlagzeile erreicht, denn der DFL-Präsident will dem FC Bayern München die Meisterschale nicht übergeben. Mit der Überschrift, dafür wird wohl jeder Verständnis haben. Denn der DFL-Präsident, der ist neben der deutschen Fußballliga natürlich auch Präsident von Borussia Dortmund. Und dafür wird wohl jeder Verständnis haben, dass er dann lieber das Spiel sehen möchte vom BVB statt vom FC Bayern München. Wir gehen mal kurz durch die Schlagzeile. Die voraussichtliche Meisterfeier des FC Bayern München wird am letzten Spieltag ohne DFL-Präsident Reinhard Raubal ablaufen. Der Top-Funktionär der deutschen Fußballliga, der dem FCB in den letzten 6 Jahren die Meisterschale überreichte, wird stattdessen das Spiel seines BVB in Mönchengladbach verfolgen. Ich denke, dafür wird auch jeder Verständnis haben. Ich meine, er möchte im Sommer sowieso dann aufhören. Und der FC Bayern München kann am Samstag die 7. deutsche Meisterschaft in Folge klar machen. Alles wie immer in der Bundesliga mitnichten. Denn zwei Dinge werden nicht so sein wie in den vergangenen Jahren. Erstens, die Bayern München haben auch am letzten Spieltag noch einen Konkurrenten im Kampf um den Titel, nämlich Borussia Dortmund. In den vergangenen Jahren war es ja so, dass sie immer schon vorzeitig Meister geworden sind. Ist aber geil, wenn es ab und zu mal spannend bleibt. Ist mal etwas anderes. Und zweitens, DFL-Präsident Reinhard Raubal wird anders als in den vergangenen Jahren nicht die Schale an den Kapitän des FC Bayern München überreichen oder übergeben. Ja, wie gesagt, ich denke, da wird auch auf jeden Fall jeder Verständnis dafür haben. Und in diesem Sinne war es das auch schon, Freunde. Wir schauen mal, wer Meister wird. Ich würde es auf jeden Fall den BVB gönnen. Dafür müsste Bayern, ich glaube, verlieren und Dortmund muss gewinnen. Ja. Schwierig, aber ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Glück. Wie gesagt, mein VfB ist 16. safe und wird in der Relegation spielen. Naja, mal schauen. Traurig, aber was will man machen? In diesem Sinne, Freunde, abonniert gerne meinen YouTube-Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.